Freunde der Sonne, was geht ab? Kleine Vorinfo. Ja. Draußen ist es ziemlich windig. Es kann sein, dass es da ein paar Mal ein bisschen scheppert, aber null Probleme. For me, yes. Nein, ich komme zum Marvel-Thema wieder mal. Wie so oft, wie ich da stehe und vor der Kamera so rede, ist es meistens ein Marvel-Video, das ich rausbringe. Neuigkeiten. Und das mal geht es um Robert Downey Jr. und um den Iron Man. Und zwar geht es darum, dass der Robert Downey Jr. hat ein Interview gemacht und hat dort eigentlich gesagt, er, Kevin Feige, was heisst Feige? Kevin Feige! Wenn er ihm anläute und sage, ob er will, die Rolle noch ist in Iron Man. Also einfach eine Rückkehr von Robert Downey Jr. ins MCU, würde er sofort ja sagen. Das ist genial für uns Marvel-Fans. Es gibt natürlich Marvel-Fans, die das nicht gut finden, die sagen, ja, seine Storyline ist jetzt vorbei und er hat einen historischen Abschluss bekommen, er hat sich geopfert in Endgame. Ja, 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 stimmt ja auch. Aber wie, das wäre doch so etwas von geil, wenn Robert Downey Jr. noch einmal ins MCU kehrt mit Iron Man. Das muss ja nicht der gleiche Iron Man sein. Es kann auch der böse Iron Man sein. Ne? Von einer anderen Variante natürlich. Jetzt haben wir die Chance mit dem Multiversum, dass er wieder reinkommt ins MCU. Also, da gibt es schon verschiedene Varianten, wie man das kann lösen mit dem Robert Downey Jr. Es kann natürlich auch eine Variante geben, dass er gar nie wirklich gestorben ist. Natürlich hat ist die Verabschiedung von ihm gesehen und also Verabschiedung, da ist natürlich gemeint Beerdigung von vom Tony Stark. Ja, ist es so? Aber was ist, wenn? Aber was ist eigentlich, wenn Iron Man, Tony Stark, eigentlich gar nicht richtig gestorben ist? Natürlich sind die Werte schlecht gewesen, aber das heisst nicht, dass er wirklich gestorben ist. Was ist, wenn man in ein Koma gelegt hat? Was ist, wenn, oder? Was ist, wenn der Tony Stark noch lebt und irgendwann wieder aufwacht? Was ist denn? Das wäre eine ganz geile Storyline, die man einbauen kann und die ich episch finde. Stellt euch mal vor, plötzlich sieht man Iron Man wieder im MCU, wieder im Kino. Und was gäbe das für eine Euphorie? Was für ein Hype wäre da, wenn Robert Downey Jr. plötzlich aufwacht? Aus dem Nichts. Also, die Zuschauer wissen das nicht und man würde die Geschichte erzählen. Das wäre ganz geil. So, zum einen hat man aber auch eine Ironheart-Serie, die bald kommt. Das ist die, die Wakanda, die dort auftreten ist auch. Die kleine Wissenschaftlerin. Die wird einen Anzug haben. Es kann aber auch sein, dass der Tony Stark der Mentor von ihr wird. Obwohl halt der Iron Man eigentlich schon der Mentor von Tom Holland ist. Aber halt virtuell, oder? Ein virtueller Tony Stark. Das ist möglich. Das hat man auch in den Comics noch viel gesehen. Ja, das ist sicher möglich. Hä? Zum einen gibt es natürlich auch die andere Variante, eben mit dem Multiversum. Eine andere Variante vom Iron Man. Das ist natürlich wäre natürlich auch cool. Das Coolste wäre natürlich, wenn wir alle Helden von X-Universum zusammenhält. Also, wie das in What If passiert ist, halt verschiedene Varianten.
weil die anderen draufgegangen sind oder was auch immer. Das würde natürlich auch jetzt in die Zeitlinie passen mit dem Multiversum. Das kann passieren. Das kann wirklich passieren. Das wäre aber auch extremst spannend. Und ich bin sehr gespannt, was mit dem Loki passiert. Was passiert mit Loki? Weil Kang wollen sie ja jetzt vollständig rausnehmen. Es liegt gerade keine Bedrohung nach denen nicht mehr dort. Also, höchstwahrscheinlich wieder Doom. Ja, komm. Und von dem weiss Loki ja nichts. Das ist so ein bisschen, die sind nur vom Kang anfangs informiert. He? Ich bin gespannt, ob man Loki noch einmal sieht. Vielleicht in Avengers 5 oder 6. Ich bin sehr gespannt auf die zwei Filme. Was denkt ihr? Wie wird das rauskommen? Wird Robert Downey Jr. ein Comeback im MCU geben? Und wird Loki noch einmal auftreten im MCU? Schreibt es in die Kommentare. Bis bald, euer Sven. Ciao zusammen.